Ey Leute, was geht? Allotrix ist hier und so. Und jetzt dann erstmal ein Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ich würde mal sagen, Freunde, entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit das letzte Black Ops 2 Gameplays auf sämtlichen Call of Duty Channels, die ihr so abonniert habt, weil jetzt werdet ihr ja die nächste Zeit nur mit Advanced Warfare Gameplays zugeballert, das knackt und pfeift. Aber was willst du machen? Machst du nix? Kreh bei 3 Likes! Und zwar habe ich gestern auf Facebook gepostet. Jo, wie sieht's aus, Leute? Ich habe ja das Game schon seit 2,5 Tagen. Wollt ihr eine erste Meinung-Video dazu? Und da habt ihr ordentlich geliked, dass es wirklich geknackt und geraucht und gepfeift hat. Da machst du nichts. Und deshalb gibt's als Belohnung dieses Commentary. Also seht ihr, aktive Fans, aktive Allotrix. Und ich weiß, den Spruch habe ich schon mal gebracht. Ja, Lügentrix. Unangenehm. Auf jeden Fall, Freunde, noch kurze Info am Rande. Der Livestream-Marathon startet doch nicht wie geplant am Montag, sondern schon am Sonntag um 21 Uhr. Sprich, wenn ihr das Video Samstag seht, also heute, wo ich es aufnehme, dann geht es morgen schon 21 Uhr los oder am Sonntag schon heute 21 Uhr. Ich poste euch die sämtlichen Zeiten mal unten in die Beschreibung, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar hat der Community Manager von Call of Duty für Deutschland, Markus heißt der gute Mann, mir diese Exklusivrechte geklärt. Ich glaube, nur 4 oder 5 YouTuber haben die Rechte, um 21 Uhr schon zu streamen. Und um 23 Uhr dürfen wir auch ein Video hochladen, also Gameplay-Material veröffentlichen. Sonntag, 23 Uhr. Weiß ich noch nicht genau, ob ich das wahrnehmen werde, weil, naja, 23 Uhr ist jetzt nicht so gerade die krasseste Zeit, ein Video hochzuladen und so. Du weißt Bescheid. Wahrscheinlich werde ich das eher Montag machen. Je nachdem, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr darauf Bock habt. Ob ihr wach bleiben würdet, dies, das, jenes. So, nochmal zum Livestream-Marathon. Sonntag, 2.11. 21 Uhr geht's los. 7 Stunden lang. Bis früh um 4, 5, mal schauen, wie wir Bock haben. Und dann geht's direkt weiter am Montag von 12 Uhr bis abends. 12 Uhr, also Mitternacht. Mal gucken, vielleicht auch immer bis 2, 3, wie wir halt Bock haben, wie es läuft, wie einfach das Game bockt und so weiter. Auf jeden Fall wird da gesuchtet, dass es knackt und pfeift, damit euch die Augen ausfallen. Und das jeden Tag, Montag bis Freitag, 12 bis 24 Uhr. Ich schreibe euch die Zeiten alles in die Beschreibung, damit ihr Bescheid wisst. Und Samstag gibt es den ersten 24-Stunden-Livestream. Moment, ich gucke mal kurz aufs Datum. Das ist Samstag, der 8.11. um 12 Uhr startet der 24-Stunden-Livestream bis Sonntag 12 Uhr. Logisch, macht Sinn. Und zwar Open End. Kann auch sein, da wird ein 48-Stunden-Livestream draus. Oder halt dann bis Sonntagabend, wie wir Bock haben, wie es läuft. Da habe ich auf jeden Fall fett Bock drauf zu streamen, das knackt und pfeift. Monte ist dabei, Venox ist dabei, Rex ist dabei. Lenny ist dabei, Shooter ist dabei und natürlich meine Wenigkeit. 6-Mann-Party, ihr wisst Bescheid. Mal gucken, vielleicht schneiden Barca und andere Leute noch vorbei, je nachdem, wenn mal einer aussetzen muss oder nicht da ist, dies, das. Gucken wir mal, auf jeden Fall richtig geil wird es. Und ich werde den kompletten Livestream für diejenigen, die den verpassen, weil sie halt Schule haben oder was anderes zu tun haben, dies, das, werde ich ihn komplett aufnehmen und auf meinem Zweit-Channel hochladen. Das hattet ihr euch gewünscht und hatte ich eigentlich sowieso vor. Und zwar haue ich euch unten in die Beschreibung eine Abstimmung. Da könnt ihr entscheiden, wie viel Livestream-Upload ich am Tag dann auf meinen Zweit-Channel hochladen soll. Eine Stunde und 2 Parts jeweils eine halbe Stunde oder nur eine halbe Stunde, 2 Parts jeweils eine Viertelstunde. Haue ich euch die Abstimmung unten in die Beschreibung, könnt ihr dann entscheiden, wie viel ihr haben wollt. So, das waren die Details vorneweg. Jetzt kommen wir zum Game. Ich zocke es seit 2,5 Tagen, seit Donnerstag. Übrigens finde ich richtig geil, dass die Server schon online sind, dass man überhaupt zocken kann. Klar, rennt da online gerade im Moment wirklich nur die Geisteskranken rum, also nur die ganzen YouTuber und die E-Sports-Leute, die halt das Game gesponsert bekommen haben oder ja, so richtig geil. Ich glaube, meine zweite Runde, ich komme so in die Lobby, ich bin glaube so Level 3 oder Level 4, ist so Ali A in der Lobby. Ja, mein guter alter Freund, der hat mich ja schon auf der Road to Gamescom immer schön weggesniped. Auf jeden Fall ist er so Level 35 und denkt mir so, alter Junge, was ist mit dem, Alter, der suchtet so krass. Was ist mit mir? Was ist nur mit ihm? So kommen wir zum Game, Freunde. Auf jeden Fall, es bockt wirklich mega. Auch gegen die ganzen Schwitzer. Ich muss sagen, als ich Ghost am Anfang am Release gespielt habe, dachte ich mir schon so, ja, vielleicht wird das Game ja noch geil. Und ich habe mir immer so eingeredet, nee, Digga, das Game ist nicht scheiße und so. Aber bei Advanced Warfare, das bockt wirklich von Anfang an. Ja, Grafik brauche ich gar nicht zu sagen. Natürlich Next-Gen-Grafik. Bockt richtig, ballert richtig, bockt einfach 60 FPS. Kräh! Macht einfach Laune. Die Waffen
habe ich für mich persönlich noch nicht irgendeine eine entdeckt, die richtig abgeht, weil ich bin jetzt, glaube ich, Level 30 mittlerweile, 32. Ich habe noch nicht diese neue Burst-Waffe, die ich auf der Gamescom und so immer gezockt habe. Mal gucken, ob mit der was geht. Zurzeit spiele ich die AK und die Waffe danach und ja, bocken eigentlich ganz gut. Modi-mäßig ist noch nicht so viel los. Team Deathmatch und Herrschaft wird gut besucht und Abschuss bestätigt. Stellung rennt eigentlich fast keiner rum und Bodenangriff auch nicht. Aber das wird sich natürlich dann am Release ändern, Freunde. Ich freue mich drauf. Kre, kre, kre. Oh, scheiße. Auf jeden Fall, viele haben mich gefragt, wie sieht's aus? Movement, Aim. Welches Spiel? Wie willst du es vergleichen? Dies, das. Also vom Movement her muss ich sagen und von der Hitbox eher Black Ops 2 lastig. Vom Aim und so an sich wirklich MW2. Kein Scheiß, also wirklich ein Mix aus MW2. Ja klar, das Boosten und so, er kommt natürlich eher so von Titanfall. Aber was Call of Duty angeht, eher Black Ops 2, MW2 Mix. Auch von, wie soll ich sagen, so von der Grafik an sich, wie die Maps sind, wie das einfach alles aussieht. Das ist wirklich alles sehr MW2 ähnlich. Freut mich auf jeden Fall richtig. Ist meiner Meinung nach echt ein gutes Spiel, was ich bis jetzt halt sagen kann. Ich werde natürlich dann nochmal ein Update-Video bringen, so. Wenn ich es natürlich ausgiebig gesuchtet habe, aber bis jetzt macht das Spiel echt Laune. Ich bin gespannt, was da noch so geht. Was wollte ich noch erzählen? Was sind da noch gute Details? Genau. Drei Sachen vorneweg, die wirklich eigen sind an dem Spiel. Und zwar, wenn ihr nachlädt. Sagen wir mal, ihr habt 90 Schuss, ne? Ihr schließt einen Schuss aus dem Magazin und lädt nach. Dann hättet ihr ja eigentlich 89 Schuss. So war es ja bei jedem Call of Duty bisher, glaube ich. Und ja, die haben das halt geändert. Ist ja auch eigentlich logisch, weil wenn du nachlädst, schmeißt du ja das ganze Magazin weg. Dann ist halt die Muni, die noch im Magazin war, weg. Sprich, ihr ladet nach, 89 Schuss, ne? Ladet nach, habt noch 60, weil ihr halt das komplette Magazin euch in den Arsch steckt oder keine Ahnung, was der damit macht. Auf jeden Fall müsst ihr darauf achten, wenn ihr halt nach jedem Kill nachlädt, dann habt ihr jetzt das Problem wie ich, dass ihr ja über auf einmal keine Munition habt. Und dann dachte ich mir schon, hä? Bin ich jetzt bescheuert? Warum habe ich nie Munition? Dann habe ich das erst geblickt, dass das mit dem Nachladen so ist. Dann mit dem Boosten. Ja. Ja, hier kein FIFA-Booster oder so, sondern mit dem Boosten. Also, wenn ihr Doppelsprung macht oder zur Seite, nach hinten, unten oder rechts, links, oben, in euch selber, was weiß ich, rumboostet, seid ihr auf dem Radar sichtbar. Dann wird man kurz angezeigt. Ihr seht es auch selber, wenn ihr boostet, ist um euch rum so ein blauer Kreis ganz kurz. Und das ist auch auf dem Gegnerradar zu sehen. Also wenn ihr unerkannt bleiben wollt und rumrushen wollt, bleibt auf dem Boden. Ist gar nicht so krass, wie ich dachte mit dem Rumgespringen oder so. Die meisten Leute tun wirklich, ja, irgendwo sich halt hochboosten und ja, laufen dann halt trotzdem ganz normal rum, weil sie einfach, ja, man kann einfach nicht so gut aimen, wenn man da oben rumboostet. Und Jungs, dritter Punkt, die Killstreaks. Oh mein Gott, die Killstreaks sind diesmal ja mal sowas von geil. Ohne Scheiß, da muss man echt den Spielhersteller mal loben. Das ist eine richtig geniale Idee, was die sich da einfallen lassen haben. Mit denen, jede Killstreaks hat sozusagen noch Untermodule und du kannst so viele Untermodule, wie halt erlaubt sind, reinmachen. Und jedes Modul kostet halt extra Punkte. Beispiel, sagen wir mal, die Drohne kostet 400 Punkte und du willst mehr Assist pro Kill, die deine Teampartner machen, kostet die Drohne 450 Punkte. Dann kannst du noch Verlängerung reinhauen, dass die Drohne im Orbi ist, also dann im Orbit nicht abgeschossen werden kann, also dann ist es ein Orbital sozusagen. Dann kannst du es so machen wie bei MW3, dass die Pfeilrichtungen angezeigt werden, dass die regelrecht durch die, also die werden dann durch die Wand auch angezeigt, in Rot, so rot markiert, wenn du halt das einstellst, das kostet auch 300 Punkte. Und keine Ahnung, zum Beispiel es gibt einen Luftschlag und der Luftschlag, den kann man zum Beispiel als Stealth-Luftschlag machen, so, ja, es ist ja mehr oder weniger ein Stealth-Bomber, dann kann man noch einen Luftschlag dazufügen, dann kann man noch einstellen, dass der Vorräte droppt, also lässt er einfach Vorräte fallen, der Luftschlag, richtig geil auf jeden Fall. Und ich persönlich finde im Moment die letzte Killstreak, der neue Chopper Gunner, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die Killstreak, da kannst du Sachen reinballern, ja, Länge, kannst noch ein extra Geschütz ranmachen, also ziegelenkte Raketen, kannst das 155mm Geschütz, wäre falsch, 105mm Geschütz von dem AC-130 aus MW2, kennt ihr ja bestimmt, die 105mm Kanone ist dieser richtig fette Schuss davon, das kannst du auch hinzufügen, kostet halt dementsprechend alles mehr Streak-Punkte, aber ich denke, da wird richtig was gehen, Freunde, also die Streaks diesmal richtig Hammer. Denkt an das Zeug mit dem Nachladen und an den Boosten. Das sind so meine Tipps vorneweg. Und guckt natürlich dementsprechend auch oft auf den Radar. Weil wenn die Leute hinter euch rumboosten und du guckst oft auf den Radar, das ist halt nur so eine ganz kurze Markierung auf dem Radar, wenn jemand boostet. Und wenn ihr das halt sofort seht,
könnt ihr euch sofort umdrehen, ihm einen Turn-on geben. Das geht auf jeden Fall. Bis jetzt habe ich nur Solo gespielt, ein paar Runden mit Bars, aber nicht viele. Sonst war ich nur Solo unterwegs und das Game bockt eigentlich schon ganz gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit Team geht, dann im Livestream. Ihr seid ja auch dabei und werdet mir zugucken. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, was der Gameplay-Standard sein wird bei dem Spiel. Ja, so viel dazu, Freunde. Ich hoffe, das waren die ersten Details. Mir bockt das Game. Eine Kaufempfehlung will ich jetzt noch nicht aussprechen, weil damit warte ich einfach, bis ich das Game, was weiß ich, sagen wir mal, eine Woche gesuchtet hat. Sagen wir mal, Jungs und Mädels, machen wir eine Abmachung. Nach dem Livestream-Marathon, dann sage ich euch, ob sich das Game lohnt oder nicht. Aber meiner Meinung nach bockt's wirklich. Ist ein neues Call of Duty. Eigenes Movement. Richtig geile Waffen. Killstreaks. Die Maps sind auch richtig gut. Richtig geil designt. Viele Laufwege. Und keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich hab Bock mit euch zu zocken. Freue mich auf den Livestream. Seid dabei, Freunde. Lasst's euch gut gehen. Schaut bei Facebook dabei. What the fuck? Versprechen for the win. Schwanz im Hund. Schaut bei Facebook dabei. What the fuck? Schaut bei Facebook vorbei. Damit ihr nichts verpasst. Mit Livestream dies, das. Und deshalb würde ich mal sagen, reingehauen, Freunde, reingehauen.